بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين liebe Geschwister im Islam. Eine Frage, die es öfter gestellt wird, ist, dass er die Märtyrer 72 Hurul Ain im Paradies bekommt. Was bekommt denn die Frau, die zum Beispiel Märtyrerin wird? Bekommt sie auch 72 Männer? Wie ist das da genau? Und wenn sie keine 72 Männer kriegt, ist das nicht unfair, dass die Frau auf diese Art und der Mann auf jene Art belohnt wird? Erstmal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Über das Paradies sagt er, dort gibt es für sie, was sie wollen, und bei uns gibt es noch mehr. Ja. Das heißt, Allah hat die Macht, den Menschen zu geben, was er will. Fakt ist aber, dass durch Überlieferung überliefert wird, dass die Frau ihren letzten Mann, den sie geheiratet hat, im Dunya, dass sie den im Paradies bekommen wird. Ja. Also vielleicht der eine oder andere Frau, ach nee, nicht der, schon wieder beispielsweise. Aber Fakt ist, man wird im Paradies mit diesem Mann zufrieden sein. Man wird im Paradies mit diesem Mann zufrieden sein. Was ist nun mit einer Frau, die gestorben ist, die nie verheiratet war? Allah kann ihr eine Schöpfung erschaffen, ja, einfach so, mit dem sie verheiratet ist. Oder ein Mann, der gestorben ist, der keine Frau hatte, kann sein, dass die beiden sich treffen und dass die beiden miteinander heiraten. Ja. Auf jeden Fall, worum es geht, ist, wir müssen wissen, das Paradies ist ein Ort der absoluten Glückseligkeit. Ja. Und derjenige, der in der untersten Stufe ist, wird zufrieden sein mit seiner untersten Stufe. Und mehr als zufrieden sein, sogar der Letzte, der ins Paradies kommt, der kriegt 10-mal die Welt, die ganze Welt von der Quantität her, ja. Und die Qualität des Jannah ist es, dass der Prophet, alaihi salatu wasallam, sagt, Maudi sawti hadukum fil Jannah khayru min dunya wa ma fiha. Das heißt, der Platz von einer Peitsche von euch im Paradies, das ist so ein Platz ungefähr, ja, im Paradies, der ist besser als die ganze Welt und was auf ihr ist. Das ist die Qualität und die Quantität ist, dass der Letzte, der ins Paradies kommt, die ganze Welt 10-mal bekommt. Plus unendliches Leben. Das heißt, Allah wird einen für die Ewigkeit leben lassen. Ja. Und man muss wissen, dass dort alles rein ist. Es gibt auch keinen Kot, ja, sondern man verschwitzt das, was man gegessen hat. Verschwitzt man wie Misk, wie Parfüm. So. Und die Frau und Männer, alle, die dorthin gehen, werden zufrieden sein. Wie gesagt, die Frau, auch wenn sie Shahida ist, wenn sie Märtyrerin wird, sie kriegt keine 72 Männer, sondern sie kriegt einen Mann. Okay? Jetzt wird jemand sagen, Abu Hamza, ist das nicht unfair? Warum kriegt der Mann 72 Frauen und die Frau kriegt nur einen Mann? Wir sagen, erstmal, Allah hat die Macht, ihr andere Dinge zu geben und sie mit anderen Dingen praktisch denselben Lohn zu geben. Er könnte sie beispielsweise mit dem einen Mann so glücklich machen, wie der Mann mit 72 Frauen ist. Ja? Er kann, denn Glückseligkeit ist eine Empfindung. Ja? Der eine ist zum Beispiel glücklich, wenn er in den Winterurlaub fährt, der andere sagt, nee, der Winterurlaub ist mir zu kalt, ich fahre lieber in die Wüste, beispielsweise. Ja? Aber Fakt ist, Allah hat die Macht, sie mit einem Mann so glücklich machen, wie der Mann mit 72 Frauen ist. Der andere Punkt ist, dass es hier ja auch um die Motivation gibt, den Mann zu motivieren. Und von der Natur her sieht man, dass die meisten Frauen so beschaffen sind, dass sie sich von ihrer Natur her einen Mann wünschen. Einen Mann wünschen, der für sie perfekt ist. Den Traumprinzen. Während die meisten Männer von ihrer Natur her darauf fixiert sind, mehrere Frauen zu haben. Und das hat etwas mit dem Überlebensmechanismus, ja, zu tun. Man hört zum Beispiel Survival of the Fittest. Die Theorie von Darwin, die Evolutionstheorie, ist eine Theorie, die wir in vielen Punkten verwerfen, aber nicht in allen. Nicht in allen. Wir verwerfen diese Theorie in dem Konzept von der Entstehung des ersten Lebens, dass das Entstehung des ersten Lebens zufällig gewesen ist. Ein Punkt, eine tote Materie wurde durch bestimmte Mechanismen entstand dort die erste Zelle. Diese erste Zelle hat sich getrennt, verändert, bis dann im Endeffekt die Krönung der Schöpfung, der Homo sapiens, also der Mensch, herausgekommen ist. Das verwerfen wir. Das heißt, diese Art von Entwicklung, dass verschiedene Arten aus verschiedenen Arten entstanden sind. Was aber richtig ist, ist, dass Darwin biologische Mechanismen, selektive Mechanismen untersucht hat und beobachtet hat und gesehen hat, dass Tiere oder dass alle Lebewesen verschiedener Arten versuchen, sich auf ihre Umwelt
anzupassen und versuchen zu überleben, ihre Art zu erhalten. Und deswegen hat der Mann auch bei der Partnersuche, ja, weil er seine Gene weitergeben will, weil er sein Leben weitergeben will, immer die Interesse daran, mehrere Frauen zu suchen. Deswegen sieht man beispielsweise in der Weltgeschichte, dass die Männer polygamer sind als die Frauen. In den meisten menschlichen Gesellschaften gibt es Polygynie. Polygynie bedeutet, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Aber Polyandrie, dass eine Frau mehrere Männer hat, ist nur in Nepal bekannt. Und ich glaube, es gibt genau, ich glaube, in Nordpakistan gibt es auch einen Stamm. Aber Polygynie, dass ein Mann mehrere Frauen hat, ist die eigentliche, die am meisten vorkommende Art der Beziehung von Mann und Frau auf der Welt. Wir sind nur geblendet, weil wir im Westen aufgewachsen sind und weil der Westen, die christliche Kirche, das von den alten Griechen übernommen hat, dass halt ein Mann eine Frau heiratet. Prinzipiell gibt es in Deutschland aber auch keine Monogamie, dass ein Mann eine Frau hat, sondern man sieht, dass es überall Bordelle gibt, und es gibt mehr Bordelle als beispielsweise Callboys, ja, und dass die Männer mehr fremdgehen als die Frauen. Das heißt, wie viele Männer, jeder Firmenchef. Prinzipiell, es gibt in Deutschland, gibt es mehr, im Westen gibt es mehr Polygamie als in den arabischen Ländern. Ja? In den arabischen Ländern 10 bis 15% der Männer haben mehrere Frauen. Ja? Aber im Westen gehen 50% der Männer in einer festen Beziehung mal fremd. Das heißt, das ist ein Instinkt. Das ist ein Instinkt vom Mann. Ja? Das heißt nicht, dass er das unbedingt machen muss, aber es ist vorhanden. Warum? Weil der Mann einen Vorteil hat, seine Gene zu verbreiten, wenn er mehrere Frauen hat. Das heißt, die eine Frau ist schwanger, die andere kann schwanger werden, die andere auch. Es können vier Frauen gleichzeitig schwanger werden. Das ist für ihn ein Vorteil, seine Gene zum Überleben zu bringen, seine Art zu erhalten. Die Frau jedoch hat einen anderen Instinkt und das wird durch Heiratsannoncen bewiesen. Die Frau sucht bei dem Mann nach Sicherheit. Und deswegen, und warum ist das so? Weil die Frau muss das Kind großziehen. Und im Gegensatz zu Tieren braucht der Mensch eine längere Zeit, bis er erwachsen wird. Das heißt, die Frau sucht einen Mann, der beispielsweise Kohle hat, der sie versorgen kann, der sie beschützt, der sich um sie kümmert. Deswegen sucht sie einen Mann. Einen Mann, der optimale Partner ist, der sie versorgt. Wie gesagt, ich möchte hier nicht sagen, dass man mehrere Frauen heiraten muss, aber ich möchte auf den biologischen Mechanismus eingehen, auf die biologischen Faktoren in dieser Frage. Ja, so, jetzt kommen wir zurück. Das heißt, die Frau, wenn Allah sagt, ja, die Frau kriegt 72 Jungfrauen im Paradies, es wird sie nicht so motivieren, für das Paradies zu arbeiten wie den Mann. Ja, weil die Frau sich eher danach wünscht, zumindest die meisten Frauen, den einen Mann zu haben, der für sie absolut perfekt ist. Das ist die eine Sache, die man dazu sagen kann. Die andere Sache ist, dass prinzipiell, ja, die Frau auch eine bestimmte Schamhaftigkeit in dieser Beziehung haben sollte. Und wie gesagt, hier ist nichts von Unfairness zu sehen, sondern es ist lediglich eine Motivation. Und Allah kann der Frau dafür andere Dinge geben, andere Sachen im Paradies geben, die diese Sache ausgleichen, theoretisch. Zum Beispiel Khadija radiallahu anha, die hat ganz klar einen höheren Status als viele Männer, die vielleicht mehrere Frauen haben. Aber was hat sie? Sie hat den Propheten Mohammed a.s. und sie hat einen höheren Status, also wird sie irgendetwas bekommen, was diese oder jene Märtyrer nicht hat. Von daher, ja, das ist das, oder Allah kann ihr irgendetwas geben, was dieser oder jener Märtyrer nicht hat. Aber es gibt keine Unfairness, sondern es ist die Huld von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand im Paradies ist, der wird sich sowieso nicht beschweren. Und auch diese Eifersucht gibt es dort nicht. Es gibt dort nicht die Eifersucht, dass wenn zum Beispiel der Mann mehrere Frauen hat, dass man sich schlecht fühlt. Sondern im Gegenteil, die Frau wird sich für ihren Mann freuen, dass er mit der anderen Frau Vergnügen hat, weil du bist in einer anderen Welt. Ibn Abbas sagt, Laysa fil jannati shay'un yushbihu ma fil ardi illa al-isma. Im Paradies gibt es nichts, was dem auf der Erde ähnelt, außer dem Namen. Das war's zu der Frage und möge Allah uns zu den Paradiesbewohnern machen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.